Hey Leute, hier ist Sebastian. In früheren Videos haben wir schon eine Menge Frequenz mit unseren Smartphones gemessen. In diesem kleinen Dreiteiler möchte ich weitere Beispiele geben und ein paar Probleme ansprechen, denen wir begegnen, wenn wir uns Frequenzspektren ansehen. Wenn wir uns die Liste der Experimente in unserem Kanal anschauen, sehen wir eine ganze Menge, bei denen wir schon eine Frequenz bestimmt haben. Zum Beispiel die Resonanzfrequenz eines Weinglases oder aber die Frequenz verschiedener Pendel, Federpendel oder Fadenpendel. Um die geht es aber in dieser Serie nicht, denn da wurde jeweils nur eine Frequenz bestimmt. Stattdessen schauen wir uns die Werkzeuge an, die in VFox Audiospektrum, Beschleunigungsspektrum und magnetisches Spektrum heißen. Hier erhält man, wie der Name schon sagt, direkt ein ganzes Spektrum an Frequenzen, also mehrere Frequenzen gleichzeitig. Und die haben wir beispielsweise auch verwendet, um die Geschwindigkeit eines Fidget Spinners zu bestimmen oder um uns die Resonanz eines Glases anzuschauen, das wir mit Wasser füllen. Im Grunde machen alle drei das Gleiche. Sie nehmen ein zeitabhängiges Signal von einem Sensor und berechnen daraus ein Spektrum mit einer mathematischen Methode, die sich Fourier-Transformation nennt. Das Audiospektrum benutzt das Mikrofon. Das Beschleunigungsspektrum benutzt den Beschleunigungssensor und das Magnetfeldspektrum benutzt das Magnetometer. Ich werde in dieser Reihe nicht über die Mathematik dazu sprechen, aber ein paar Anwendungsbeispiele geben und eventuelle Schwierigkeiten diskutieren. Lasst uns mit dem typischsten Beispiel für ein Frequenzspektrum anfangen, dem Audiospektrum. Wenn wir das Audiospektrum starten und einen Ton erzeugen, sehen wir die Frequenz dieses Tones im Spektrum. Frequenz bedeutet hier, wie oft die Gitarrensaite pro Sekunde hin und her schwingt. Das misst man in Hertz, was nur ein komplizierter Name für pro Sekunde ist. Das ist dann auch die Frequenz, mit der der Druck der Schallwelle oszilliert und bestimmt, welche Tonhöhe wir hören. Eine hohe Frequenz entspricht einem hohen Ton und eine tiefe Frequenz entspricht einem tiefen Ton. Das können wir dann sogar nutzen, um die Gitarre zu stimmen, und VFox gibt uns dazu auch die passenden Namen der Noten. Aber wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass die Frequenz nur ganz grobe Sprünge macht, wenn ich die Gitarrensaite verstimme. Das liegt an der Auflösung des Frequenzspektrums, also schauen wir uns die mal genauer an. Wie ihr seht, hat das Spektrum eine Achse, die von 0 Hz bis etwa 24.000 Hz geht. Und es sieht so aus, als hätten wir mehr als genug Datenpunkte in diesem Spektrum. Aber wir zoomen jetzt mal rein und betrachten die Differenz von zwei Punkten, indem wir Punkte wählen, antippen und dann zwischen zwei benachbarten Punkten ziehen. Und wir sehen, dass die Differenz immer 23,4 Hz ist. Das ist schon eine ganz nette Genauigkeit, wenn wir einen 3500 Hz Ton betrachten. Aber es bedeutet 10% Unsicherheit für einen niedrigen Ton von 220 Hz. Die Punkteverteilung im Spektrum wird durch zwei Werte bestimmt. Das eine ist die Samplerate, und das ist die Frequenz, mit der der Sensor, also hier das Mikrofon, Werte aufnimmt. So ziemlich jedes Handy nutzt entweder 48.000 Hz oder 44.100 Hz. Das bedeutet, dass das Mikrofon 48.000 Werte pro Sekunde aufnimmt. Die Hälfte dieser Frequenz ist die höchste Frequenz, die bei uns im Spektrum auftritt, also in dem Fall die 24.000 Hertz am oberen Ende des Spektrums. Wer das genau wissen möchte, sollte nach dem Begriff Nyquist-Shannon-Abtasttheorem suchen. Der andere Wert, der unser Spektrum bestimmt, ist die Anzahl der Werte, die wir aufgenommen haben. Wie VFox uns hier mitteilt, sind das derzeit 2048 Datenpunkte. Die Hälfte davon ist die Anzahl der Datenpunkte, die nachher auch in unserem Spektrum auftauchen. Das bedeutet, dass unser Spektrum von 0 bis 24.000 Hertz im Moment in 1024 Punkte unterteilt ist, was genau diesen Abstand von 23,4 Hertz entspricht. Die Samplerate vom Mikrofon können wir in der Regel nicht gut festlegen. Wir können aber die Anzahl der Datenpunkte erhöhen, die wir für das Spektrum benutzen. Setzen wir die zum Beispiel auf das Maximum von 32.768 Punkten, haben wir auf einmal eine spektrale Auflösung von etwa 1,5 Hertz. Das ist schon viel besser, um eine Gitarre zu stimmen, hat aber einen Nachteil. 32.000 Datenpunkte aufzunehmen dauert länger als eine halbe Sekunde. Das heißt, dass unser Spektrum nicht mehr so schnell reagiert. Ganz allgemein kann man sogar sagen, dass die spektrale Auflösung invers zu der Zeit ist, die wir brauchen, um die Daten aufzunehmen. Wenn wir also von irgendetwas eine Auflösung von 0,5 Hertz haben wollen, bedeutet das, dass wir 2 Sekunden Daten aufnehmen müssen. Egal, welchen Sensor wir benutzen und welche Samplerate dieser hat. Eventuell ist euch auch noch etwas Seltsames aufgefallen. Wir haben einen einzigen Ton aufgenommen, aber es gab mehrere Spitzen im Spektrum. Aber das ist etwas, was wir im nächsten Video besprechen, wenn wir uns außerdem auch das Magnetfeldspektrum der Deutschen Bahn ansehen und den Fidget Spinner nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Wenn ihr mehr über unsere kostenlose Open-Source-App VFox lernen wollt und vielleicht noch ein paar Experimente entdecken wollt, die man mit dem Smartphone machen kann, sucht VFox.org. Außerdem, wenn ihr uns auf die eine oder andere Weise unterstützen wollt, schaut euch mal VFox.org/beitragen an, wo wir ein paar Beispiele gegeben haben, wo wir Hilfe benötigen können. Geht einfach über die Links in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Teil dieser Serie.